So, ja, heute mal ein bisschen was anderes. Ich will trotzdem mal schon mal Battle hier starten. So, heute ein bisschen was anderes, und zwar werde ich für YouTube. Mache ich normalerweise ohne Twitch entsprechend einmal die Lootschicht öffnen und gucken, was da so alles drin ist. Und da schauen wir mal, was dann so alles drin ist. So, das wird später dann auf YouTube. Deshalb, hallo, willkommen, YouTube. Also, diesmal dementsprechend von Twitch auf YouTube, dann wird dann entsprechend nochmal ein bisschen geschnitten. Und ein anderes Gelabere. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an, was so alles drin ist. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ich habe tatsächlich schon eine Woche, glaube ich, liegen. Ich bin ein bisschen spät diesmal. Und mein Handy mal dahin legen. So, Tastatur und Co. Ich werde es mal hier an der Seite hier machen. Also, ich habe es. Mal gucken, ob der Fokus. Ja. Na, der Fokus, der ist nicht so beginnt. Okay. Doch jetzt. Noch nicht geöffnet. Und ich werde dafür auch nicht bezahlt oder ähnliches. Dementsprechend ist das keine Werbung direkt. Ich mache das erstmal auf. Eine Schere. Und ich habe es mir tatsächlich noch nie angeguckt. Interessanterweise. Dann überlegen, soll ich nicht machen. Und ja. So. Dann schauen wir uns doch mal an. Was ich versuche, mal ein bisschen mein Mikro irgendwie so zu machen, dass ich trotzdem noch zu hören bin. Ein T-Shirt, wie immer. In XXL-Format. Da machen wir doch mal auf. Ups. Meine Kamera, wie man sieht, dementsprechend, also ich habe ein bisschen runtergedingst, damit man das besser sieht. Normalerweise bin ich hier im Stream nicht zu sehen. Muss ich auch nachher mal wieder runterstellen. So, da haben wir. Mal gucken. Ein Drache? Das ist ein Drache. Ganz klein Dings. Vielleicht sieht man das im Dings besser. Ich muss nur gucken, ob das nicht weggeht. Aber eigentlich seitdem, ich habe jetzt mit Fokus, also sollte das eigentlich klappen. Ja, das ist schade, dass das immer so ein bisschen. Aber das macht ja nichts. Man sieht es, man hat es trotzdem gesehen. Ja, einfach ein bisschen weiter zu mir, dann klappt das schon. Hehe. So. Ja, wegen des Lichts wahrscheinlich. So, und dementsprechend. Ja, doch, ist. Ah, jetzt sehe ich das da hinten, der große. Okay, jetzt sieht man das erst. Jetzt sehe ich das erst. Das erst. Ja, tatsächlich, das ist ein Drache. Und es ist ein. Das ist ein Nintendo. Dings, okay. Das schauen wir uns mal im Heftler her mal an, was das genau ist. Guck ich das erstmal. Ja, brauche ich nicht einpacken, das ist Quatsch. Zum Beispiel auch ein T-Shirt, was ich tatsächlich dann auch
Auch mal ein Zieher natürlich. Immer gerne in Schwarz, dann werden meine. Von Selina, sie ist ja weiß, die Katze. Wird immer relativ viele Haare und so dann. Deshalb will ich mal nicht auf diese Seite hinpacken. Weil da ist nämlich, wo sich die Katze hinlegt. So, was haben wir denn noch? Was? Salat, Karamell, salziges Karamell? Performance Milchshake. Okay, das passt natürlich nicht. Ich hole die Milch. Enthält Koffein, ja, war ja klar. Okay, das Licht, das blendet. Das ist ein Performance Milchshake Geschichte. Das ist Pulver, ne? Ja. Kauft mir ja auch Milch extra. Mhm. Wobei, ich habe jetzt Buttermilch heute gekauft. Ob das auch geht? Weiß ich nicht. So, meine Katze, wie ihr seht, ist auch recht neugierig. Dann Pac-Man-Anhänger. Schlüsselanhänger. Na cool, das geht nicht weg. Okay, seitdem, ich habe jetzt Fokus, ich habe vorher nie Fokus angehabt. Automatische Fokussierung. Deshalb hat es in den letzten Videos nicht so gut geklappt, wie es jetzt klappt, sonst wäre das jetzt auch wieder weg. Jetzt klappt das wenigstens mal. So, was haben wir hier? Batman Pull Back Car Serie. Das ist ein Auto? Tatsächlich. Das ist. Gibt es scheinbar verschiedene Versionen, wenn ich mir das hier so angucke. Ja, das funktioniert mit dem Fokussieren. Bin gerade recht erstaunt. Ich werde das einmal aufmachen. Ach, ich kann sowas nicht aufmachen. Bist du dumm dafür? Na toll. Eine nicht durchsichtige Tüte. Das ist natürlich blöd. Eigentlich würde ich. Kann ich richtig aufmachen. Ich will nur gucken, was das. Welche Version das drin ist. Autsch. Das hat gepiekst. Ist lebendig. Es wehrt sich. Kämpfe gerade mit Batman. Ja. Seht zwischendurch meine Katze zwischendurch. Das ist doch auch immer ganz nett. Okay, das ist tatsächlich Batmobile. Vorne die Räder lassen sich nicht drehen, aber hier unten sind die Räder. Also dementsprechend ist das Batman im Batmobil. Brumm, brumm, brumm. So, pack mal wieder ein. Und dann haben wir hier ein Furzkissen? Nein.
Offiziell Nintendo Limited Produkt. Mario Kart 2021 Nintendo. Ist, glaube ich, ein Sitzkissen. Kann ich leider nicht sehen, was das ist. Gibt es ja auch in Deutsch. Na gut, das sind die Warnhinweise. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Sitzkissen. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hey, lass mein Plastik in Ruhe. Leckt schon wieder an Plastik. Aber ist tatsächlich von Nintendo. Ist auch dementsprechend. Sieht man leider nicht. Ja, umso näher ich gehe, umso Dings geht. Aber es scheint dementsprechend ein Sitzkissen zu sein. Sehen wir ja gleich nochmal. Meine Katze spinnt hier gerade rum. So, dann haben wir, was haben wir hier? J.K. Rowlings Magische Welten, Filmzauberei. Einmal kurz zeigen. Da, und weg bin ich. So, einmal kurz zeigen. Das ist blöd. Das kann er wieder nicht aufnehmen, richtig. So. Doch, wenn ich das so mache. Okay. Da sieht man auch entsprechend so Harry Potter, Hermine und so. Und noch dementsprechend aus den neuen Filmen, glaube ich. Unten. Ich guck mal, Enter Geheimnisse der Filme von J.K. Rowlings Magische Zauberwelt. Du hast dich schon immer gefragt, wie Harry Potter durch die Wand auf Bahnsteig 9¾ gelangt oder wie ein Schauspieler halb Prise Hagrid erscheint. In diesem Buch findest du jede Menge magische Fakten und Bilder zur Entstehung von fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und alle 8 Harry Potter Filme. Außerdem erwartet dich spannende Infos zu den unterschiedlichen Charakteren aus dem Universum von Harry Potter und Newt Scamander? Ist das der neue? Ist das diese eine Filmgeschichte? Ja, ne? Kann ich leider nicht aussprechen. Tauche ein in Geheimnisse der Filmmacher. Erfahre, wie eine Bank, in der Kobolde arbeiten, zum Leben erweckt wird. Wie sich die Schauspieler in die bekannten Zauberer und Hexen verwandeln und wie die einzelnen Teams hinter den Kulissen wahre Magie vollbringen. Unzählige Extras wie Sticker, herausnehmbare Todessehrmasken und das haben die merkwürdig abgekürzt hier, weil das fängt dann wieder mit, diese Masken fängt mit groß angeschrieben wieder. Das wäre groß geschrieben. Aber na gut. Und eine Ausgabe der Glitterer machen deine Reise durch J.K. Rowlings Zauberwelt zu einem einmaligen Erlebnis. Kostet eigentlich 24,99, das andere ist Österreich 25,70. 24,99 kostet das Ding. Ich glaube, das. Ein paar Euro mehr. Aber, nee, warte mal. Wie bezeichnen wir die Lootbox? Also.
Das ist dann dementsprechend das Büchlein, wo ein bisschen was drin ist, schön eingeschweißt natürlich. Und dann schauen wir uns mal an. Call of Cody. Eine Postkarte. Und dann gucken wir mal ins schöne Heftchen. Was das alles ist, wo ich noch nicht rausgefunden habe, was das ist. Deshalb schauen wir mal. Der Mischcheck für Gamer, 50% Rabatt, bla bla bla. Das ist die Geschichte, was ich am Anfang gerade gezeigt habe. Da ist noch ein Poster dabei, das war, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Mal auf T-Shirt. Und jetzt schauen wir mal, was... So, ah... Okay, dadurch, dass ich das nicht spiele, wusste ich nicht mit dem T-Shirt, wie ich das zuzuordnen habe. Und zwar ist das Pokémon Unit. Und dann dementsprechend jetzt im September wird das Game auch Mobilgeräten erobern. Das habe ich schon tatsächlich gestern, glaube ich, per Google-Dings. Warum hat mir da irgendwie Benachrichtigung geschickt? Mit dem Shirt bist du für jeden Match perfekt gekleidet. Okay, dementsprechend hat es was mit Pokémon Unit zu tun. Wird das so ausgesprochen? Weil Unit wird eigentlich anders geschrieben. Unite? Weil so wie ich das gerade ausgesprochen habe, Unit wird ganz anders geschrieben. Deshalb vermute ich mal, dass ich falsch ausgesprochen habe. So. Brauchst du einen Boost? Der Turbo Pilz ist für dich da. Kurz gedrückt und schon gehst du ab wie Schmitzkatze. Vielleicht bist du auch eingeschlafen und es war nur ein Traum. Okay, ist das jetzt ein Das geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter in die Denkst du, ist das jetzt ein Kissen oder ein Sitzkissen? Oder ist das jetzt ein Sitzkissen? Das steht hier immer noch nicht. Super Mario Turbo Pilz. Keine Ahnung. Aber es kann kein Kissen sein. Das ist ein Sitzkissen. Man kann draufsetzen, bestimmt. Genau, Pilzmann Anhänger, bla bla bla, haben wir auch. Und das Büchlein, das Buch, was ich immer zum Schluss gezeigt habe, gehört zur Plus-Version. Ich habe da eben gerade gesagt, wie viel das Ding kostet, was hinten drauf steht, ne? 24 Euro noch was, ne? Im Heft ist als Marktpreis 12,95 angegeben. So. Das war's auch schon. Mit dem Lutschist-Kram-Geschichte. Ja. Also. Wer weiß, was das ist. Ob das jetzt nur ein Furzkissen ist oder ob man sich draufsetzen soll oder ob man seinen Kopf da draufsetzen soll. Legen soll. Der schreibt das bitte einmal in den Kommentaren.
Für die, die Gucci's auch haben. Keine Ahnung. Meine Vermutung ist, das Ding gehört unterm Arsch. Denke ich. Okay. So. Ich pack das mal erstmal so wieder ein. Das packe ich nachher also in meinen Schrank dann ohne Dings. Normalerweise würde ich jetzt mit der Aufnahme ja Schluss machen. Sehr witzig. Und da ich ja jetzt ausnahmsweise mal live bin, deswegen